Willkommen zurück, liebe Freunde. Und ja, dann machen wir wohl weiter, aber mit diesmal. Da können wir schon wieder Piraten retten. Retten wir Piraten. Ich habe so die leise Ahnung, dass wir die Piraten hier laufend retten muss. Bis wir unser Schiff fahren. Aber bei allem, was mir heilig ist, ich bin es nicht. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Bis dann. Ich freue mich schon so richtig auf die Schifferfahrten. Aber erstmal ist Havanna dran. Ah, haben sich schon wacker geschlagen hier. Es scheint mir tatsächlich wieder dasselbe Event zu sein. So, und weiter geht es. In Richtung Süden nehmen wir als nächstes das Shanti. In Gewahrsam. Dazu müssen wir nach oben. Na, hoch mit dir. So, komm her, du blödes Blatt. Jawohl, ja. Das zweite Shanti. Und hier ist irgendwo etwas versteckt. Aber ich möchte mal gerne zum Warenhändler Schwertsets. Offizierkurzschwerter. Offiziersrapier. Okay, die sind deutlich besser. Ja, wir könnten uns noch einiges leisten. Wir haben ja echt eine Menge Knete gerade. Französisch Duellschwerter könnten wir uns sogar schon leisten. Aber ich meine, es gibt hier noch andere Dinge, weswegen wir uns das nicht kaufen. Kunstgegenstände zum Beispiel. Figur mit Fledermaus, Nase. Frage ich mich nur, für was diese Dinge sind. Eventuell für unsere eigene Kajüte. Jagdbeute verkaufen. Jagdbeute kaufen, Fracht verkaufen. Cool. Möchte ich noch bessere Schwerter haben? Ja, nein. Ach, ich bin mir so unsicher. Ich meine, diese Duellschwerter sind ja das Beste, was man kriegen kann gerade. Geschwindigkeit perfekt, Schaden perfekt hoch, Kombo. Alle anderen sind auch nicht besser. Was lediglich noch besser ist, ist das Offiziersrapier für 14.000. Dann sparen wir doch und holen uns die Offiziersrapiere. Warum sollen wir nicht noch die paar Kröten zusammen sparen und uns gleich das Nonplusultra holen? Neue Animas-Datenbank, Kathedrale von Havanna. Und eine Schatzkarte. Wo ist denn das? Moment, genau. Das hier ist dieser Havanna-Ring, das heißt da unten. Coolio. Belohnung planen, Quenz an Annes Galionsfigur. Ja, natürlich, das holen wir uns, keine Frage. Jetzt haben wir hier aber noch die Kathedrale. Hier ist irgendein Animus. Und auch eine Truhe. Ich gehe davon aus, dass es alles tatsächlich oben. Und da haben wir auch den nächsten Punkt, bei dem wir unsere Aussichtspunkte verbessern, also unsere Aussicht generell verbessern können. So. Habe gerade ein klein wenig Wortfindungsprobleme. Hab auch mit dir. Sehen wir uns nämlich erstmal um. So. Und zwar. Boah, was eine Aussicht. Hardcore. Schnellreise verfügbar. Havanna jetzt verfügbar. Top. Aber die Truhe. Ist. Ha, da unten. So, dann haben wir hier noch zwei Fragmente. Ich gehe davon aus, das erste ist hier komplett oben. Jawohl, ja. Wieder auf dem Kreuze. So, und das nächste Fragment ist irgendwo da unten. Ich sehe es aber nicht.
Nein. Ah, an der Fassade hängt es. So. Und das Fragment auch noch. Jawohl. Direkt weiter zum nächsten. Verdammt, warum sind die alle hier in der Nähe? Na gut, warum sage ich eigentlich verdammt? Das ist doch theoretisch gut. Nur das nicht. Das geht mir nämlich die ganze Zeit gegen die Gesundheit. Ah, da dran komme ich über das Gebäude da drüben. Wow, so weit wollte ich nicht. Mist. Ach, Mist. Ich hätte jetzt springen müssen, anstatt mich fallen zu lassen. Genau, jetzt springen. Jawohl, ja. Und diese Dinger hier gehen mir echt auf den Sack. Ich glaube, die kann man zerschneiden. Nein. Kann man nicht. Ich verstehe das nicht mit dem Seil. Verdammte Axt. Vielleicht abschießen. Das könnte auch sein. So, als nächstes erst die Truhe. Erst das Geld, dann das Vergnügen. Und die sitzt hier oben. Dankeschön. Und dann retten wir da hinten mal die Kameraden. Ohne entdeckt zu werden. Soll ich das tun, ohne entdeckt zu werden? Ich muss generell auf die andere Seite. Auf den Wehrgang. Und dort aus könnte ich die zwei da hinten nämlich ausschalten. Das heißt, ich muss erst da drüben irgendwie hoch. Da ist noch. Oder? Komm ich da hoch? Nein. Schade. Ach, da muss es doch irgendwo hochgehen. Ihr wollt mich doch veräppeln. Da geht's auch nicht hoch. Warum nicht? Mein Gott, nur eins. Ich muss auf diesen scheiß Wehrgang raufkommen. So kann man dann anscheinend nicht unsichtbar dorthin. Gute Frage, wie komme ich dann dorthin? Ach, Mist. Also entdeckt wurde ich das mit Geiselrettung nicht hingehauen. Verdammte Axt. Es tut mir leid. Mist. Jetzt wollte ich den auch als menschlichen Schild benutzen. Hat nicht so ganz geklappt. So, aber alles tot. Ach, leider auch die Piraten. Es tut mir leid, Kameraden. Ich wusste nicht, wie ich dahin soll. Aber ich halte euren Tod in Ehren. Auf zu pfeifen, Plündere. So, und zwar wollen wir dann jetzt mal dahin, wo wir hergekommen sind. Mit Q kann ich wechseln. So, und direkt mal nach oben mit ihr.
Frage ist nur, wo? Na, so geht's auf jeden Fall auch. Wo ist dieses andere Ding? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ah, da ist es. So, Fragment. Und die Synchro. Boah, das ist aber eine wüste Gegend, da hinter dem Fort. Und abwärts. Da wollen wir nochmal Besatzung anheuern. Piraten retten. Und hier ein Shanty. Wow, das ganze Gebiet hier unten ist ja komplett rot. Holla die Waldfee. Ach Gott, da gibt es noch so verdammt viel. Ja, nehmen wir jetzt das Shanty mal. Das ist da hinten auf dem Seil drüber. Dann schnell auch. Oh, da hinten ist nochmal eine Kiste. Komm schon, schnapp dir das Shanty. Jawohl, ja. So, und hier die Piraten retten. Oder den Piraten. Kommt zu Sinn, Leute, ihr seid so... Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Ja, ja, kein Problem. Ich hätte nur gern, ganz ehrlich, endlich mal mein Schiff. Aber ich muss mit Havanna erstmal komplett aufräumen. Ich möchte da nämlich ungern nochmal hin. Und alles einsammeln. Deshalb, wie viel Geld haben wir mittlerweile? 13.000? Na, fehlt noch ein bisschen. Was für die perfekten Schwerter. Hopp, runter mit dir. Ich bin manchmal etwas zu schnell, glaube ich. So, das war die 11. Truhe. Dann... Ja, ich habe da noch einiges. Und machen wir weiter. Dann nehmen wir den... das nächste Manuskript. Ob man das Ganze hier auch pirateriemäßig übernehmen kann? Oh, da kann man Schläger anheuern. Ha, geil, als Leibwache. Sauber. Naja, brauche ich nicht. Und her mit der Ruhe. Ich weiß nicht warum, aber die Piraten helfen dir auch ohne, dass ich sie angeheuert habe. Finde ich ja mal geil. Die Spanier kann hier irgendwie keiner leiden, habe ich das Gefühl. Schauen wir uns mal gleich das Manuskript an. So. Oh, Shantys, ja, haben wir ja nochmal. Welche bekommen? Manuskript. Das hier. Die zweite von vier Seiten des Wollnersch-Manuskriptes. Menschen, haben wir irgendwas mit Betrunkenen, glaube ich, bekommen. Und Wahrzeichen von Vanna noch die Kathedrale. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.